Ich finde Bürgerentscheide an sich super und hätte mir gewünscht, dass auch in der Vergangenheit schon zu wichtigen Fragen Bürgerentscheide durchgeführt worden wären, wie zum Beispiel zum Zentralplatz, zur Bebauung beim Zentralplatz, zum Schwimmbad oder zur Zusammenführung der Krankenhäuser. Das wurde aber nicht getan, deswegen finde ich den Schritt, einen Bürgerentscheid hier durchzuführen, an sich gut. Die Frage ist aber, ob Ortsbeiräte, die Einführung von Ortsbeiräten sinnvoll ist. Ich finde nicht. Zum einen werden pro Jahr 1 Million Euro für Ortsbeiräte ausgegeben werden, wenn die eingeführt werden. Und diese 1 Million Euro pro Jahr fehlen für wesentlich sinnvollere Projekte. Es gibt viel zu tun in der Flüchtlingsarbeit. Es gibt sehr viel zu tun in der Kinder- und Jugendarbeit, auch in den Brennpunkten in Koblenz. 1 Million Euro könnten da wesentlich weiterhelfen. Die würden aber geblockt für Ortsbeiräte. Ich finde, das ist zu viel Geld für Ortsbeiräte. Das kann sinnvoller genutzt werden. Wir Grüne wollten die Diskussion im letzten Jahr über mehr Bürgerbeteiligung vor Ort nutzen, um über neue Formen zu diskutieren der Bürgerbeteiligung. Wir möchten, dass sich mehr Frauen beteiligen, dass sich mehr Jugendliche beteiligen können, auch Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderung, auch mit geringen Einkommen. Und die verkrusteten Strukturen des 20. Jahrhunderts sind nicht die Lösung. Die haben sich ja auch als unwirksam erwiesen, um mehr Bürgerbeteiligung von diesen Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. Diese Chance haben wir in meinen Augen verpasst und deswegen werde ich am Sonntag dagegen stimmen, gegen eine Ausweitung der Ortsbeiräte, obwohl ich unbedingt für mehr Bürgerbeteiligung vor Ort bin. Aber das soll in eine andere Form stattfinden, in neue Strukturen stattfinden. Ortsbeiräte können auch eine Chance für Koblenz sein. Mit einer größeren BürgerInnenbeteiligung können wir so auch versuchen, möglichst viele in der Stadt mit einzubinden. In der jetzigen Form, wie sie aktuell bestehen, ist natürlich noch nicht viel Handlungsspielraum dabei. Wenn wir uns aber anschauen, wie es auch in anderen Städten funktioniert hat, zum Beispiel in Mainz oder in Trier, die haben es auch geschafft, die Ortsbeiräte stetig fortzuentwickeln. Mit der Zeit haben die jeweiligen Stadträte weitere Kompetenzen übertragen und denen auch verpflichtende Maßnahmen mit an die Hand gegeben, wie dann die Bevölkerung vor Ort mit eingebunden werden muss. Genauso kann es hier dann auch laufen. Sollten die Ortsbeiräte kommen, können wir uns dafür auch stark machen, dass weiterhin die Rechte vor Ort gestärkt werden und wir so eine richtige BürgerInnenbeteiligung vor Ort bekommen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einen Appell an die Koblenzerinnen und Koblenzer zu machen, dass sie zur Abstimmung gehen, dass sie sich beteiligen, weil jede Stimme zählt, immer.